Dieser Ball trägt die Farben einer Fernsehsportart. Allerdings hat er die Größe einer Randsportart. Wobei Randsportarten in manchen Gegenden wieder der Tradition folgend besonders beliebt sein können. Nur in Gera ist das mit dem Rollhockey noch viel verzwickter. Die Männer sorgten für die Tradition. Die Frauen machen in der Zwischenzeit die größeren Schlagzeilen in der zweiten Bundesliga. Sie erreichen das Final Four dieser deutschen Ausscheidung. Herzlich willkommen zu Sportlokal, dieses Mal mit einer Sportart, die man nicht so oft erlebt. Der Gera Rollsportclub hübscht sich mit seiner Damenmannschaft in der zweiten Bundesliga immer weiter auf. Zumindest beim Nachwuchs merkt man das eindeutig. Ich meine nicht allein den Familiennachwuchs, der ja eher noch eine Bewährungsprobe für Frauenteams darstellt. Nein, der Verein zieht derzeit so viele Mädchen und Jungs an wie nie. Und sogar der Bundestrainer Johan van Dijen verirrte sich kürzlich zum Sondernachwuchstraining ins neue Stadion neben der Pandorfhalle. Aber zurück zu unserer heutigen Partie. Oder Party? Die Gera Lady Cracks spielen jetzt im dritten Jahr in dieser Leistungsklasse und wollten mit dem alljährlichen Heimturnier kurz vor Saisonende den Einzug ins Final Four der besten vier der Tabelle perfekt machen. Daran ließen sie gegen das Team von IGR Remscheid auch keinen Zweifel. Blitzstart, das 1:0 nach einer halben Minute und dieses Mal durch die aus dem Babyjahr in die Mannschaft zurückgekehrte Olga Savelyev. Die gehörte zu den ersten Mädels, die vor ein paar Jahren beim RSC Gera im gemischten Nachwuchs die Hoffnung aufkommen ließen, dass es auch mal eine Mädelstruppe geben könnte. Freundinnen machten den Kern, das bestätigte uns Nathalie Sudin, die inzwischen sogar zur Nationalspielerin für Deutschland aufgestiegen ist. Warum man sie im Blick hat, bewies sie aus der Zone hinter dem Tor kommend, ungedeckt und sofort offensiv wie eben erfolgreich. Stadionsprecher Heiko Reichelt hatte den Jubelsong jetzt schon griffbereit. Aber warum nun Rollhockey als Mädel, wo doch Tanzen in Gera die Mode ist? Also ich habe ja Tanzen früher in der zweiten Klasse gemacht. Es hat mir aber nicht so viel Spaß gemacht. Ungefähr vor 8 Jahren wurde ich von meiner Freundin hierher gebracht. Eigentlich wollte ich ja zum Speedskating und nicht zum Rollhockey. Aber wo ich dann schon da war, habe ich mal ein paar Tage mitgemacht, ein paar Mal. Eigentlich wollte ich dann auch aufhören, aber ich habe mich nicht getraut, aufzuhören. Aber nach und nach hat es mir mehr und mehr Spaß gemacht mit den ganzen Leuten hier und die ganzen Freunde. Ja, dann habe ich den Sport geliebt. Seit 3 Jahren gibt es ja eine richtige Mädchenmannschaft da in der zweiten Bundesliga und ich glaube, so schlecht machen wir uns gar nicht. Klingt immer noch zurückhaltend. Vielleicht auch der ungewohnten Aufmerksamkeit einer Kamera wegen. Ansonsten gibt Nathalie schon oft den Ton an. Nathalie hier und Nathalie da. Mal Regisseur. Mal mit trainingsintensiv aufgebauter Physis eben das Zugpferd. Auch gern mal mit auffälligen Einzelaktionen durchziehend. Ein Durchreißertyp. Und weil man inzwischen die blonde Gerarin als Torschützenkönigin der Liga im Vorjahr überall kennt, attackieren sie oft gleich mehrere Gegnerinnen. Dann baut sie eben mehr von hinten auf. Oder eröffnen sich Freiräume für Mitspielerinnen. Siehe Tor Nummer 3 durch Kapitän Saskia Büttner auf einen blitzsauberen Pass von Olga Savelyev durch die verblüffte Remscheider Abwehr hindurch. Saskia, die junge Frau mit der Kapitänsbinde, stammt aus dem fränkischen Ansbach und fand nach dem Bundesliga-Aufstieg ihr Team und eine Stammposition hier beim RSC. Ähnlich geht es der Leipzigerin Janina Matschke, die zu Hause in ihrem Verein kein gleichaltriges Team hat und so für die Gera aufläuft. Rollhockey ist eben in Mitteldeutschland lange noch nicht so bekannt wie etwa Eishockey und muss sich von Sportverbands wegen intensiver Gedanken um seine Zukunft machen. Vielleicht tut sich ja da Neues auf mit den für den Herbst 2010 nach Deutschland geholten Europameisterschaften. Zunächst Anfang September für die Männer in Wuppertal, dann in der zweiten Oktoberhälfte für die U20-Damen in Darmstadt. Eben vermutlich wieder mit Nathalie Sudin. Mit diesem Jahrgang war sie auch 2009 zu Titelkämpfen im Ausland. Wie fühlt sie sich da unter Spielerinnen aus den Rollhockey-Hochburgen und Erstliga-Vereinen etabliert? Sehr gut. Also die Mädels, die sind wirklich alle sehr offen
Mit denen hat man auch sehr viel Spaß bei den ganzen Reisen. Gegen wen habt ihr zuletzt bei der Europameisterschaft gespielt und hast du dort Stamm gespielt? Wir haben gegen 3 Mannschaften gespielt, gegen Portugal, gegen Spanien und gegen England. Ich bin sehr oft zum Einsatz gekommen. Ich denke mal auch genug eigentlich. Am vergangenen Wochenende war sie wieder zum Teamlehrgang eingeladen. Der Aufwand als Solistin fällt nicht gerade leicht, das weiß man beim RSC in Gera. Und da ist man stolz auf sie, als ersten Nationalkader aus seinen Reihen seit Zeiten, als die heute doch schon überreifen Männerkrecks wie Harald Schütz noch Jungspunde waren. Mitte der ersten Halbzeit waren die Remscheiderinnen nun munterer geworden und stockte Geras Torefabrik etwas. Aber schließlich war es wieder die erfahrene Olga Savelyev, die sich zum 4:1 durchsetzte und der Mannschaft Luft verschaffte. Eine andere Gerarin nutzte nun noch das Oberwasser für den RSC und konnte den Vorsprung noch vor der Pause auf 6:1 ausbauen. Sabrina Adam, auch sie trainiert hier vorwiegend mit den Bundesliga-Männern und verstärkt das heranwachsende Regionalliga-Team RSC Zweite. Aber im Grunde sind die jungen Frauen schon froh, eine eigene Mannschaft auf die Beine zu bringen. Macht mir auch viel Spaß, bei der Regionalliga mitzuspielen, aber bei den Männern eher weniger, da ich, halt nicht mithalten kann. Bei den kommen die Technikvorteile vielleicht nicht so zum Tragen? Genau. Nathalie hatte zum diesjährigen Sportlerball im Februar den Nachwuchspreis des GRA Stadtsportbundes erhalten. Die Stadt sollte die aufstrebenden Rollhockey-Ambitionen kennen. Doch ganz so leicht ist es eben dann doch nicht. Eine Bewerbung des RSC Gera um die Ausrichtung des diesjährigen Final Four wurde vom Verband abgewiesen, weil der Standard für solche Meisterschaften eher Halle als Freiluftbahn heißt. Noch strenger und weiter geschaut, die zweite Bundesliga der Damen spielt den Hauptteil der Saison im Winterhalbjahr. Da aber steht Geras Rollhockeyern hier derzeit keine wirkliche Spielstätte unterm Dach zur Verfügung. Also, den Blick nach oben zur ersten Liga braucht man vorerst, selbst bei einem möglichen Sieg im Final Four oder mit sportlichem Aufstiegsrecht gar nicht erst riskieren. Hoffentlich bremst das diese Traditionssportart nicht einmal entscheidend aus in Gera. Die jungen Damen ließen dieses Mal in der zweiten Halbzeit etwas locker oder fanden trotz klarer Führung nicht zu Gelassenheit in den Aktionen. Da waren ein paar Alleingänge zu viel im Spiel und zeitigten unnötige Ballverluste. Die Remscheiderinnen rückten durch Tore ihrer Spielführerin Julia Krause noch einmal bis 8:5 auf. Und das war nicht die Schuld von Torfrau Svetlana Schabanow, die den Posten zwischen den Pfosten in Gera seit langer Zeit noch ziemlich einsam, aber zuverlässig gut hält. So musste eine Auszeit mit klaren Worten von Trainer Thorsten Scholz her. Und siehe da, die Gastgeberinnen fanden wieder besser zu Teamwork und Linie. Frau bewies mehr Spielsinn, auch wenn dann eine mit den meisten Kraftreserven dem Spiel mit einem lupenreinen Hattrick ihren Stempel aufdrückte. Nathalie hatte vor dem Spiel mitgerechnet. Mit ihren letzten Treffern überboten Geras Rollhockey-Girls die 100er-Marke. 103:55 Tore für 18:8 Punkte dieser Serie. Das hatten sie noch nie geschafft. Und das bedeutet im Schnitt 40 Netzzappler mehr als für die Konkurrenz. Wünschenswert, wenn diese Quote auch die Aussichten für die Gegner zur Bundesliga-Finalrunde am 2. Juni-Wochenende bestimmen würde. Oder sich der Tore-Riecher auf den Rollhockey-Nachwuchs vererben ließe. Nathalie ist übrigens da auch voll bei der Sache. Nun, in der Zwischenzeit habt ihr einen halben Kindergarten beim RSC Gera und ich glaube, du bist ein bisschen mit Schuld daran. Jedenfalls kommt es mir so vor, als ob die Krabben alle gerne zu Nathalie gehen. Ach, das freut mich. Ich mache jetzt auch eine Ausbildung zum Sozialassistenten. Da hat es auch sehr viel mit Kindern zu tun. Also mir macht sehr, sehr viel Spaß, mit den Kleinen zu arbeiten. Also zu sehen, wie sie sich entwickeln, was sie für Fortschritte machen. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und dann kannst du das gleich in der eigenen Familie gleich noch mitbeobachten, ne? Genau, mit meiner kleinen Schwester. Die trainiert auch schon seit einem Jahr hier und macht sich nicht schlecht.
Also ehrlich gesagt arbeite ich ja mit den ganz kleinen Kindern so ab 3 Jahre, so ab 3 bis 6 Jahren zusammen. Also es macht mir viel mehr Spaß, denen was beizubringen. Unser Daumendrücken gilt den Cracks, die vielleicht zu Unrecht selbst in Gera gelegentlich als Randsportler bezeichnet werden. Die Männer sind die Nächsten, die mit der begonnenen Heimspielserie für weitere Popularität sorgen könnten. Nächste Spiele des RSC Gera am 12. Juni ab 16 Uhr gegen die TSG 1846 Darmstadt und am 27. Juni ab 11 Uhr gegen den RSC Chemnitz. Die Rollhockeysaison der Damen geht zu Ende, die der Männer beginnt. Fußball und Handball sind passé, auch die Volleyballsaison ist eigentlich schon zu Ende. Wobei es sich trotzdem noch einmal lohnt, über die pritschenden Damen und Herren in Thüringen zu reden. Denn der Thüringer Volleyballverband feiert in diesem Jahr sein 20-Jähriges. Und dazu gibt es auch noch die Pokalfinals, unter anderem mit dem Post-SV Gera gegen das Volleyteam von Erfurt und dem Männervergleich der Gotha Ersten gegen die Gotha Zweite. Wir laden Sie also recht herzlich ein, beim nächsten Mal Volleyball zu erleben.